So, Freunde. Wir wollten unbedingt ins Epizentrum der AfD-Party in Sachsen-Anhalt. Das Problem, es hat sich herausgestellt, die AfD ihrerseits möchte uns als Heute Show meistens gar nicht dabei haben bei ihren Partys. Ja, ich weiß auch nicht warum. Deswegen haben wir mal eine neue Kollegin hingeschickt. Hazel Brugger heißt die und die kommt, das ist ihr Vorteil, aus einem völlig anderen Kulturkreis. Grüezi miteinander. Wir sind hier an der Wahlparty der AfD in Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Und ich als Schweizerin frage mich, AfD, was ist das genau? Merkel muss weg! Und freuen Sie sich? Ja. Ist das alles? Ja. Keine Interviews gebe? Ja. Wie bitte? Da ich eigentlich keine Interviews gebe, ja. Wieso geben Sie denn mir jetzt gerade eins? Weil Sie mich einfach angesprochen haben. Sie haben ja zurückgesprochen. Ja, was sollte ich denn machen? Familienpolitik der AfD. Ich bin 22, habe immer noch kein Kind. Was mache ich falsch? Weiß ich nicht, was Sie falsch machen. Müssen Sie selber entscheiden. Was mache ich richtig? Was? Was mache ich richtig? Das müssen Sie auch selber entscheiden. Ich bin ja nicht in Ihnen drin. Hoffentlich sind Sie nicht in mir drin, um Gottes Willen. Wo werden denn die meisten Steuern verschwendet? Na, zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt. Wir geben jährlich sinnlos, glaube ich, 2 Millionen aus für den Werbeslogan "Wir stehen früher auf". Warum stehen wir denn früher auf? Ja, um die 2 Millionen zu verdienen, die man dann ausgeben kann. See those people shout out loud. Give me. Die AfD ist ja in Sachen Frauenquote bei der Ehe sehr weit vorne mit dabei, mit 50% Frauen pro Ehe. Wieso sind jetzt hier bei dieser Veranstaltung nicht so viele Frauen? Naja, wahrscheinlich müssen die irgendwie noch die restliche Wahlkampfplakate abhängen oder was, ich weiß nicht. Ich bin jetzt keine Frau. Also Sie sagen, Sie sind jetzt keine Frau, Sie waren auch nie eine und werden keine sein, oder ist das offen? Nein, ich war keine, ich bin keine und ich werde auch wahrscheinlich nie eine sein. Sind Sie froh jetzt im Nachhinein, dass Sie nicht bei der SPD aufgelegt haben? Das ist mir eigentlich egal, wo das Geld herkommt. Ja, damit zurück ins Studio. Hazel Brugger, meine Damen und Herren. Haben wir es doch noch auf die Party geschafft. Sehr schön.